Herzlich willkommen in diesem Part. Heute schauen wir uns mal das Mui Mui Haus an. Also wir gehen erstmal hier in Loco Sammelmärkchen. Sammelmärkchen, um deine Sammelmärkchenkarte zu vervollständigen. Um dann deine Sammelmärkchen, Sammlung von deinen Sammelmärkchen in Sammelmärkchen Mui Mui Haus zu versammelmärkern. Ja, da wollen wir hingehen, weil das so schön ist. Okay, Loco Sammelmärkchen Start. Sammelmärkchen, um deine Sammelmärkchenkarte zu vervollständigen. Wähle Sammelmärkchen, die du in den Lückenpass, ich muss mich konzentrieren beim Lesen. Die Ausrichtung spielt keine Rolle. Wenn du eine Karte vervollständigen hast, kannst du sie markieren, wie du willst. Viel Glück oder viel Können unter Let's Play. So, Start. Passend markieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich traue mich zu behaupten, ich war hier noch überhaupt noch nie. Aber wir probieren es einfach aus. So, ja, das ist... Ja. Ach so, genau, wir müssen jetzt hier diesen Kulche so drehen, wo er hinpasst. Und das ist gar nicht mal so leicht. Aber, tolle Musik übrigens. Hier? Ey, komm. Auf was habe ich mich hier bloß eingelassen? Okay, es passt hier alles gar nicht. Ey, ich will mein Geld zurück. Das ist wie wenn er Schuhe kauft, ja? Also passt alles gar nicht hier, Mann. Umtauschen. Wieso sieht der eine Schuh nicht aus wie der andere? Das kann doch wohl nicht sein. Ja, okay, also ihr könnt das dann so einfügen und so. Ja. Und wo ich einfach mal sagen. Schnitt. So, okay. Ich habe also einen passenden gefunden. Natürlich muss man da auch noch X drücken. Das habe ich ganz vergessen. Ja, also untersuchen wir dann hier weiter. Wollen wir in passenden Stellen. Drücken X. Drehen unser Kulche immer weiter. So wie er halt hinpasst. Ja. Und nach einer Weile sieht es dann so aus. Ja, also so sieht es aus. Und die ganzen Sachen, die wir jetzt in den einzelnen Levels eingesammelt haben. Wenn ich jetzt hier Dreieck drücke, sehe ich die ganzen Sachen. Das haben wir also alles eingesammelt. Ich habe jetzt diesen hier ausgewählt und den fügen wir auch halt hier entsprechend ein. Müsst ihr also gucken, was passt. Und am Ende sieht es dann so aus hier. So, und dann fällt mir noch einer und gucken wir mal, ob wir diese Karte schon eingesammelt haben. Schauen wir mal, ob der hier passt. Und am Ende, was bekommen wir da? Gar nichts. Denn hier unten seht ihr noch so ein komisches Teil. Auf das sind wir noch nicht gestoßen. Und darum haben wir auch noch nicht die Karte eingesammelt. Ach, ich blöd, Mann. Schaut mal. Wenn wir hier die Liste aufrufen und einfach mal nach links drücken, so, dann kommen hier noch mehr. Auch die Gegner und unsere Freunde. Wenn wir da ein bisschen weiter blättern, wird einem auffallen, dass wir hier diesen schon haben. Das ist nämlich ein Schuppa. Hat eine Stimme wie eine Trompete. Kann Lokoroko hoch hinaus pusten. Sind wir auf den schon gestoßen? Ich weiß gar nicht. In Intro ja, aber okay. Na, dann wählen wir den einfach aus und fügen ihn hier ein. Was könnte es sonst sein? Und Tara, ja, EPA. Erlegt, nimm diese Belohnung. Und dann erhält ihr eine Belohnung. Yeah. Du kannst auf diesen Platten nächstes Mal frei markieren. Okay. Ja, und so kann man sich halt ein paar Extras hier verdienen für das Mui Mui Haus. Und ich wollte einfach mal sagen, jetzt gehen wir in das Mui Mui Haus, baue das Haus mit Materialien aus, die du für Mui Mui gesammelt wurden. Ja. So wie der Kollege hier das tut. Ich meine, er wird nie ein Haus erstellen, wenn er immer nur gerade ausbuddelt, aber egal. Wenn er sich da wohlfühlt. So, Start. Spielanleitung brauchen wir nicht. Sammle Teile, um dein Mui Mui Haus zu erweitern. Bewege den Cursor mit dem Analogpad, baue mit der X-Taste Räume und Möbel, wenn der Hammer erscheint. Füge mit dem Mui Mui Haus Räume hinzu, damit du Mui Mui hineinpassen. Baue weitere Möbel, Mui Mui werden neue Dinge zum Bauen finden, wenn du sie Möbel mit experimentierst. Wer weiß, wie ein großes Mui Mui Haus könnte zu etwas Schönem führen. Ja. Okay, wir können also zoomen hier. Können die uns bewegen. Das ist also unser Mui Mui Haus. Weiß der Geier, worin sie wohnen. In einer Nuss oder so. Vermute ich einfach mal. Ja, gut. Und da seht ihr schon den Hammer hier. Egal, worauf wir den bewegen. Man kann überall was hinbauen. Hier ist zum Beispiel jetzt die Lupe. Mal gucken.
gucken, was kann man da erforschen jetzt? Gar nichts, okay. Dann nehmen wir einfach mal den Hammer und, ja, was kann man da bauen? Wohnzimmer, Sofa. Müllbild. Oberes Zimmer kann man hinbauen. Ich denke mal, das ist der Typ, der hier eine ganze Zeit den LAN-Bildschirm rumhantiert. Aber ich denke mal, ein Wohnzimmer-Sofa hört sich schon mal gut an, um sich breit zu flätzen. Und darum bauen wir das einfach mal hin. Ihr seht, was man da alles für benötigt da. Das haben wir alles. Und darum geht's jetzt schon los. Und da ist es schon. So, da könnte man ein bisschen Platz nehmen hier. Was läuft denn da in Glotze? Nix. Dschungelcamp will eh keiner sein. Also, ab zu YouTube. Let's Plays anschauen. So. Hier bauen wir ein Bild hin. Ist ja auch schön. Falls mal die Internetleitung nicht ganz so hinhaut, dann können wir auf das Bild starren hier. Auf einen Lokoroko, der kein Gesicht hat. Oh Gott! Das ist ja unheimlich. Das ist wie aus einem japanischen Horrorfilm. Egal. Bisschen Horror hört halt zu so einem Spiel dazu. Und ja... Oberzimmer brauchen wir natürlich auch, falls wir mal hier eine Freundin zu Besuch haben, damit wir auch schon ein Schlafzimmer haben. Yeah! Warte. Und da läutet er die Glocken. So, ja. Ach nee, das ist unser Weinkeller. Ja, Weinkeller im Oberstockwerk. Oh Gott, nein. Unser Weinkeller im obersten... Oh verdammt. Okay, Leute. Ich denke mal, es ist klar, was man hier so im Muimui-Haus anstellen kann. Könnt ihr es ja also erweitern, je nachdem, was ihr für Sachen einsammelt. Das soll es aber an der Stelle erstmal gewesen sein fürs Muimui-Haus. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder im nächsten Level. Bis dann. Klingling. Kommt alle rein, es ist Mittagszeit. Wir essen heute... Kaugummi-Blasen.